Die DHV-News vom 26. November 2021. Meilenstein, Legalisierung im Koalitionsvertrag. Zervakis und Lanz. Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für über 205.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Schnell zum großen Thema weiter an den Vorbemerkungen vorbei. Jetten. Kleiner Hinweis, nächste Woche beginnt wieder unsere traditionelle Weihnachtsspendenaktion. Ab 1.12. werden wir euch wieder regelmäßig nerven mit Spendenaufrufen für den Handverband bis zum 15.01. Und wir haben auch immer ein Thema, was wir damit vorhaben im nächsten Jahr, aber das verrate ich noch nicht. Das kommt dann natürlich nächste Woche zum Start der Kampagne. Also seid bereit. Und auch, dass ich einen Termin am Montag habe, wo ich auf Einladung der Jungen Union in Berlin-Lichtenberg gegen den ehemaligen CDU-Oppositionsführer Burkhard Dregger antrete, werde ich heute noch nicht verraten, sondern erst nachher bei den Terminen. Kommen wir also zum großen Meilenstein, ja, also es ist jetzt endlich amtlich, ich bin ja hier schon die ganze Zeit davon am Reden, ja, was macht jetzt die Koalition da, werden die Cannabis legalisieren oder werden die doch die Verzögerungsmodellprojekte der SPD erstmal noch machen? Nein, jetzt ist es amtlich, letzte Woche war es noch Spekulation, es steht im Koalitionsvertrag, Cannabis soll legalisiert werden und das ist wirklich ein riesiger Meilenstein. Ich mache seit 25 Jahren Legalize Arbeit sehr intensiv. Und das ist der größte Meilenstein, der seitdem passiert ist. Entsprechend werde ich natürlich auch oft gefragt, wie feierst du das? Ja, ja, mit dem schönsten von meinen neuen Hemden erstmal, zum ersten Mal in den DHV-News natürlich. Nee, aber ich frage dann eigentlich zurück, nicht wie, sondern wann soll ich denn feiern? Ja, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, der Tag, die Stunde, wo die Feier jetzt angesagt ist? Ja, auf jeden Fall mehr als heute, als letzte Woche, wo da noch im Prinzip ein Text da aus den Koalitionsverhandlungen geleakt wurde, gleich wieder dementiert. Ja, war schon mal ein schönes Preview irgendwie, aber richtig zum Feiern nicht. Jetzt steht's da. Aber wir haben ja noch lange nicht die Legalisierung, wir haben immer noch keine Shops. Ja, ist der Zeitpunkt, wo der Bundestag das Legalisierungsgesetz verabschiedet, der Feiertag, oder wenn das auch durch den Bundesrat gegangen ist, oder wenn der Bundespräsident das unterschrieben hat, oder wenn die Shops öffnen, ja, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall ganz oft neue Hemden anziehen bis dahin. Aber ja, es ist ein Riesenmeilenstein. Wirklich ein Grund zum Feiern. Ja, wenn man es so lange macht, ja, ich habe auch gar nicht gedacht, dass das so lange dauert, als ich angefangen habe damals, eben mich um diese ganze Legalisierungsfrage zu kümmern. Das war so bescheuert mit dem Verbot, dachte ich damals. Ja, wie ist man auf so eine blöde Idee gekommen, Hanf zu verbieten? Da kann ich ja jetzt nicht ewig da bleiben. Ne? War ja auch so, aber ja, schon fast irgendwie ein halbes Arbeitsleben auf jeden Fall, ne? Oder Erwachsenenleben. Krass, ja, aber jetzt ist es soweit, ne? Steht jetzt da und weil es eben so ein riesiger Meilenstein ist, lese ich das Ganze jetzt nochmal vor. Obwohl es der gleiche Text ist, der letzte Woche schon geleakt wurde, trotzdem, jetzt kann ich offiziell lesen, ja, letztes Mal habe ich ja nur spekulativ gelesen, jetzt lese ich das offiziell aus dem Koalitionsvertrag, der mit den hübschen, bunten Fortschritts- und Aufbruchlinien in Rot, Gelb und Grün obendrauf auf dem Titel und mit dem Titel Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ich habe heute im Radio gehört, das ist extra alphabetisch sortiert, ja, damit da nicht die Frage ist, ne, Freiheit ist FDP, Gerechtigkeit SPD, Nachhaltigkeit Grüne. Ja, aber um da jetzt keine Hitliste zu machen, haben sie extra alphabetisch sortiert. Ja, doll. Die waren sich also wahnsinnig, haben sich gegenseitig was gegönnt, ja, und keinen übervorteilt. Wie auch immer, da steht jetzt. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach 4 Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminimierung ermöglichen und bauen wir aus. Und jetzt lasse ich ein bisschen was weg, ne? Bei Alkohol und Nikotin, so Tabak wollen sie noch was machen. Und dann kommt, wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Also allein schon diese drei ganz normal nebeneinander gleichberechtigt als legale Drogen da aufzuführen, für die jetzt Werbung eingeschränkt wird,
Super, großes Kino. Da wollten wir hin. Und jetzt nochmal im Klartext. Was bedeutet das jetzt, was da steht? Es bedeutet, keine Verzögerung durch Modellprojekte. Das Ganze soll jetzt sofort losgehen, solange man halt braucht, bis das Gesetz da ist. Keine Apotheken. Ist ja auch gerade im Vorfeld viel diskutiert worden. Die Apotheker selber haben sich damit auseinandergesetzt und haben gesagt, ja, also Legalisierung ist doof, aber wenn sie doch kommt, ja, dann können ja nur wir das machen, weil wir so super medizinisch beraten können. Es gibt Verkauf in lizenzierten Geschäften. Ich nehme an, das wird wirklich auf Fachgeschäfte rauslaufen, wo es dann nur Cannabis gibt, nur Cannabisprodukte mehr oder weniger. Ja, kein Supermarkt, der zusätzlich nur eine Cannabis-Lizenz hat. Ja, das würde mich dann doch eher wundern. Also, super Beschluss, ja, lauter Sachen, die wir gut finden soweit, ne, dass keine Apotheken da sind und keine Modellprojekte und so, und dass auch nicht an jeder Ecke verkauft wird, ohne Lizenz am Kiosk, an Kinder, Hasch für Kinder, ja, ist auch nicht angesagt, keine Freigabe, wo immer alle von reden, sondern ein jetzt völlig freier Schwarzmarkt wird reguliert. So, was nicht so toll ist, da steht nichts von Eigenanbau. Heißt, im Zweifelsfall, es kommt kein Eigenanbau, ja, das kann natürlich trotzdem sein, wenn die sich dann irgendwie einigen, dass Eigenanbau doch eine gute Idee ist, dass es noch reinkommt. Das Gleiche gilt übrigens für Thema Führerschein, steht auch da nicht drin, wird nicht erwähnt. Und es ist eben bei Koalitionsverträgen so, oder überhaupt bei Koalitionen, ja, die jetzt da 4 Jahre arbeiten sollen, die machen, was sie vereinbart haben, wo sie sich nach 10 Ringen jetzt wochenlang irgendwie geeinigt haben, du kriegst das und jetzt ziehen wir das zusammen durch. Aber alles, was dann kommt, ne, wenn eine Partei irgendwas will und die anderen wollen das nicht, dann hat man halt verloren, wenn das nicht im Koalitionsvertrag steht, außer man überzeugt die anderen. Ja, bei allem, was da nicht drin steht, hat jeweils jede Partei so eine Art Vetorecht und kann sagen, nö, machen wir nicht. Ja, und die anderen müssen dann auch dagegen stimmen. So war das ja auch bei der SPD in der letzten Legislaturperiode. Die hätten ja schon längst die Entkriminalisierung der Konsumenten mitgestimmt, mit der Opposition, mit Grünen, Linken, FDP, durften die aber nicht, wegen des Koalitionsvertrags mit der CDU, wo nichts drin stand von Entkriminalisierung. Also Eigenanbau und Führerschein sind offene Fragen, die im Zweifelsfall nicht kommen, für die wir noch kämpfen müssen. Sind überhaupt noch natürlich viele andere Details offen, um nur eins zu nennen, Amnestie für frühere Verurteilungen ist natürlich jetzt auch eine Frage, die in den Vordergrund rückt. Ja, wir hatten Millionen von Strafverfahren in den letzten Jahrzehnten gegen Cannabiskonsumenten und Händler, überwiegend aber Konsumenten, die immer noch zu dicht Hunderttausenden in irgendwelchen Dateien stehen bei der Polizei. Und auch Vorstrafen haben zum Teil. Was macht man damit? Vollkommen unklar, steht nichts drüber. Ist also auch nicht klar, dass das dann im Gesetz am Ende steht. Wir fordern die Entkriminalisierung der Konsumenten innerhalb von 100 Tagen. Also das geht schnell. Ja? Entkriminalisierung heißt, ich darf erstmal Menge X besitzen. Ja? Keine Ahnung, wie viel Gramm das am Ende werden. Auch das muss natürlich diskutiert werden. Aber ansonsten muss man halt nur ein paar Sätze im Betäubungsmittelgesetz ändern. Und dann ist ja halt der Besitz von ein paar Gramm legal zum Eigenverbrauch. Ja, lassen die einen schon mal in Ruhe. Das ist eine Sache, die sehr schnell gehen kann und soll. Ja, also das erwarten wir dann halt auch schon, dass die da jetzt nicht ewig rumbummeln. Und ja, ein halbes Jahr bedeutet 100.000 Strafverfahren. Ja, das muss ja nicht sein. Ob die das jetzt sofort lassen dürfen oder nicht bei der Polizei, ja, das ist eine andere Frage. Komme ich, glaube ich, später nochmal drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall solltet ihr nicht morgen irgendwo rumlaufen, Polizisten suchen und mit eurer Tüte bei denen vor der Nase rumwedeln und sagen, das ist ja jetzt egal, ne? Also ist noch nicht so weit. Die Legalisierung selbst, also die Regulierung des ganzen Marktes bis hin zum Fachgeschäft, wo man als Erwachsener hingehen kann und Hasch und Gras kaufen, wird es noch lange dauern. Ja, also viele, viele Details müssen da entschieden werden. Werft nochmal einen Blick ins grüne Cannabiskontrollgesetz. 70 Seiten, jede Zeile ist eine einzelne Entscheidung. Ja, mach mal so. Lülülülülü. Ne, das müssen die jetzt irgendwie alles nochmal durchgehen und gucken, ob sie sich da wirklich einig sind. Das wird lange dauern, da wird es Anhörungen zugeben und so weiter und so fort. Und das ist auch die Antwort auf die Mutter aller FAQs in dem Zusammenhang. Ja, die Kollegen haben gesagt, ich soll unbedingt sagen, die Frage beantworten, wo kann ich meine Lizenz für ein Coffeeshop beantragen. Ja? Es gibt ja jetzt lizenzierte Fachgeschäfte, ich will so eine Lizenz. Und die armen Leute, die bei uns ans Telefon gehen und E-Mails beantworten und die ganzen Kommentare, was weiß ich, Nachrichten auf Insta, ja, werden die zugeschmissen mit dieser Frage, die eigentlich total sinnlos ist, ja? Weil das Gesetz existiert ja noch gar nicht.
Wie sollen wir das beantworten, wo man eine Lizenz beantragen? Es gibt noch keine Behörde, die Lizenzen ausgibt und es gibt überhaupt keine Regeln für die Lizenzen. Ja, da muss ja jetzt alles noch ausdiskutiert werden. Also Füße stillhalten, ja, also alle, die da jetzt so einen Shop aufmachen wollen oder anfangen wollen, Gras anzubauen oder was, vielleicht dürft ihr das am Ende gar nicht, ja. Vielleicht sagen die am Ende doch, ja gut, sollen das halt die Medizinfirmen machen, die da jetzt sowieso schon medizinisches Gras anbauen, ja, und dann guckt ihr alle dumm. Das wissen wir alles noch nicht, das kann noch passieren. Also auf die Frage gibt es noch keine Antwort und wir haben noch nicht unser Ziel erreicht. Es kann auch noch komplett scheitern. Ja, es kann sein, dass am Ende nach 3 Jahren die Koalition sagt, ja, nö, irgendwie, nee, machen wir nicht. Ja, so wie Luxemburg. Die hatten auch vor 3 Jahren, 2018, in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir wollen Cannabis legalisieren. Auch da riesiger Meilenstein. Ja, das war das erste Mal, dass ein europäisches Land den Beschluss hatte, den Plan hatte, Cannabis zu legalisieren. Ja, da war ein bisschen Corona und dann haben sich wahrscheinlich wieder ein paar Nachbarländer beschwert. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, nö, geht nicht. Haben gesagt, Europarecht wäre schuld. Ja, halte ich für Quatsch, aber okay. Ist auf jeden Fall, muss man mal drüber reden, über das Ganze. Europarecht, ja, und internationales Recht. Es kann auch sein, dass die ganze Ampel noch komplett scheitert. Das ist der erste Versuch in Deutschland mit einer 3-Parteien-Koalition. Hat es hier noch nie gegeben. Wir sind stabile Regierungen gewöhnt, ja, die ihre 4 Jahre durchziehen, meistens. Eine Schröder-Regierung hat nicht durchgezogen. Ja. Die hat 2005, von 2002 bis 2005, gab es auf einmal nur eine 3 Jahre Legislatur. Aber sonst sind wir stabile Regierungen gewöhnt. Ja. Es gibt aber auch Länder, auch unsere Nachbarländer, wo andauernd Neuwahlen sind, weil die sich über irgendwas streiten. Gerade mit so Mehrparteienkoalitionen, dann steigt irgendeiner aus da, weil irgendwie irgendwas nicht passt der Partei. Ja, dann gibt es Neuwahlen. Das ist das Ganze auch wieder erledigt. Da können wir auch wieder von vorne anfangen. Und Thema Bundesrat, auch eine ungelöste Frage. Die CDU kann über den Bundesrat, nicht den Bundestag, über den Bundesrat womöglich, vielleicht, wahrscheinlich, die Legalisierung noch komplett aufhalten, solange die da ihre Mehrheit haben. Die CDU und CSU sind in der Mehrheit der Bundesländer beteiligt an der Regierung und die können die neutralisieren. Die Koalitionspartner sind immer Ampelparteien, ja, SPD, Grüne, FDP, immer mal so, mal so. Aber die CDU kann sagen, nö, im Bundesrat enthalten wir uns und dann reicht das nicht für eine Mehrheit aktuell. Und ob man wirklich das ganze Legalisierungsgesetz so stricken kann, dass man keine Zustimmung vom Bundesrat braucht, steht in Stern. Ja, ich bin skeptisch. Eher müssen wir noch die CDU überzeugen oder irgendwie im Bundesrat loswerden, ja, und in ein paar Landtagswahlen die noch rauskicken. Das könnte ein Problem werden. Also wir müssen den ganzen Prozess jetzt mit Volldampf begleiten. Jetzt erst recht. Ja, es gibt auch schon ein paar Leute, die sagen, ja, jetzt haben wir das ja. Ne, jetzt, was weiß ich, brauchen wir einen Handverband nicht mehr zu unterstützen. Eine Kündigung hatten wir deswegen schon, der gesagt hat, ja, wir haben es jetzt, ne, zack, tschüss. So, aber wir haben auch viel mehr Eintritte, ja, mehr als normal und Leute, die verstanden haben, worum es jetzt geht. Ja, wir müssen jetzt dieses Ding irgendwie nach Hause bringen. Wir müssen das vernünftig begleiten. Unser Ziel erreichen überhaupt, dass die Legalisierung wirklich stattfindet, dass diese Geschäfte dann irgendwann wirklich da sind. Und wir müssen das so begleiten, dass die Details vernünftig und konsumentenfreundlich geregelt sind. Also, je stärker wir jetzt sind, desto besser Mitglied werden beim Handverband, jetzt erst recht. Wir wollen zum Beispiel auch einen Eigenanbau haben. Ne? Steht nichts von Eigenanbau im Koalitionsvertrag. Und dass wir erheblichen Einfluss auf die Debatte haben als Handverband, ja, muss man nur mal wieder in die Medien gucken. Irgendwie die letzte Woche, wir haben uns wieder, ich habe Interviews ohne Ende gegeben, die ganze Woche wieder. Und entsprechende Treffer sind dann auch eingeschlagen überall. Presseecho auf unserer Seite könnt ihr euch mal angucken. Ja, da sind noch nicht mal alle Einträge dabei, nicht alle Radiointerviews und DPA-Meldungen, die überall abgedruckt worden sind, werden halt nur ein- oder zweimal genannt. Also wirklich irre. Unsere Forderung nach Eigenanbau wurde zum Beispiel vom Spiegel aufgegriffen. Ja, da die Ampel beschließt Legalisierung von Cannabis und der Handverband fordert noch den Eigenanbau. Ja, genau so muss das laufen und dafür brauchen wir euch als Mitglieder, weil sonst kriegen wir das nicht geregelt. So, eine Sache ist noch da, die ihr noch schon machen könnt. Ja, die Grünen haben nämlich auf ihrer Seite so ein Ding freigeschaltet, die wollen Feedback. Der Koalitionsvertrag ist da, erzähl uns, worüber du dich besonders freust, wollen die wissen. Ja, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Man kann ja auch mal positives Feedback geben und kuscheln und Herzchen und so weiter. Ne? Sagt denen doch mal, dass ihr euch über die Legalisierung besonders freut. Ja, vielleicht motiviert das dann auch mal ein bisschen irgendwie in den Details uns zu helfen und die ganze Sache wirklich nach Hause zu tragen.
Und jetzt könnte ich eigentlich nur aufhören. Ne? Ich habe eigentlich schon genug erzählt hier über diese ganze Koalitionsnummer und die Legalisierung. Aber der gute Martin hat noch die ganzen häufigen Fragen rausgefilzt irgendwie aus den ganzen Kommentarspalten und so. Und die habe ich jetzt hier auf dem Zettel, habe mich da nicht groß speziell darauf vorbereitet. Ist also quasi ein Live-Interview von uns jetzt hier, ihr und ich so. Ne? Und auf geht's. Die Top-Fragen aus der Community hat er geschrieben. Wann wird das umgesetzt und kommt die Entkriminalisierung sofort? Na gut, das habe ich eben schon gesehen. Ja, da sagte er, da erzähle ich das später noch was zu. Geht Entkriminalisierung sofort? Kann man jetzt sagen, okay, ist ja jetzt klar, die Legalisierung kommt. Ja, dann auch wenn die Fachgeschäfte und so weiter, auch wenn das noch dauert, kann man ja schon mal irgendwie die Konsumenten entkriminalisieren und kann man das nicht so ab sofort gelten lassen. Rein formal, juristisch denke ich nicht, dass das geht. Ja, ich bin kein Jurist, aber beschäftige mich halt schon ewig damit. Und wir haben in Deutschland das Legalitätsprinzip. Das heißt, die Polizei muss agieren, wenn sie eine Straftat bemerkt. Und solange kein Gesetz verändert ist, ist der Besitz von Cannabis eine Straftat, egal in welcher Menge. Und die Polizei muss da reagieren. Das ist anders als in Niederlanden, wo die das Opportunitätsprinzip haben. Ja, die haben auch Straftaten, aber die Polizei kann priorisieren quasi so und dann kann sagen, oh, nee, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ja, das sehe ich jetzt gerade mal nicht. Deswegen auch diese komische Coffeeshop-Politik, ja, dass die sagen, ja, der verkauft da in den Coffeeshops, das werden wir mal akzeptieren, aber wo das herkommt, ist uns egal. Ja, das regeln wir nicht. Ne, das geht ja, das ist ja ein bisschen undeutsch irgendwie vom Ordnungswahn her, aber in dem Fall auch nicht besonders günstig. Ja, also Entkriminalisierung sofort. Schwierig, ne? Solange das Gesetz nicht geändert ist, wo wir sagen, in 100 Tagen sollten die das geregelt kriegen, die paar Sätze da zu ändern, aber nicht am ersten Tag logischerweise. Man kann vielleicht denken, dass die Polizisten jetzt individuell, weil sie wissen, was kommt, halt schon mal ein bisschen noch mehr weggucken. Ja, ich meine, machen natürlich auch deutsche Polizisten am Ende, dass sie schon mal irgendwo an einem Joint vorbeilaufen und den lieber nicht sehen. Und das machen die dann vielleicht auch verstärkt. Aber auch hier wieder, ja, rennt nicht mit der Tüte irgendwie vor der Nase rum, ja, dann dürfen die gar nicht weggucken. Und ich glaube auch nicht, dass es da so eine Notfall-Juristen-Tricks gibt, die sagen, ja gut, also wenn der Scholz das jetzt sagt, die Polizei soll das lassen, dann dürfen die das lassen. Ja, ich meine, dafür haben wir ja einen Rechtsstaat, ja, wo nicht einfach der Oberboss sagt, wo es lang geht, sondern gilt halt Recht und Gesetz und das Gesetz gilt noch. So, also sofortige Umsetzung der Entkriminalisierung nicht unbedingt, ja, vielleicht werden die Zahlen schnell sinken, weil die Polizei die Leute jetzt tendenziell ein bisschen mehr in Ruhe lässt, aber offiziell schwierig. Die Legalisierung selbst, habe ich schon gesagt, riesige Diskussion wird kommen über die ganzen 1000 Details. Die FDP zum Beispiel hat ja beantragt, dass auch gentechnisch verändertes Cannabis auf dem Markt erlaubt sein sollte, was die Grünen natürlich nicht in ihrem Gesetz haben. Ja, ein so ein Beispiel dafür, oder die Grünen schreiben keine Pestizide da drin und die FDP sagt Pestizidobergrenzen, wie bei allen anderen Lebensmitteln auch. Kein Pestizid ist nicht realistisch, lass uns das realistischer machen, sagt die FDP. Ne, solche Sachen, ich weiß nicht an wie vielen Stellen die sonst noch anfangen zu diskutieren von 1000 kleinen Detailentscheidungen im Kontrollgesetz, aber das wird dauern und wenn das Gesetz dann steht, dann müssen die Lizenzen erst vergeben werden, dann müssen Behörden aufgebaut werden, die Lizenzen vergeben, dann müssen die Lizenzen vergeben werden, dann muss angebaut werden. Wahrscheinlich komplett in Deutschland, ja, Import von Drogenhanf ist international rechtlich nicht vorgesehen bisher. Also Produktion hier, das muss man auch erstmal geregelt kriegen, den ganzen Bedarf da irgendwie mal eben anzubauen. Also das wird noch Jahre dauern. Wo bekommt man Lizenzen? Ja gut, na, okay, ihr seht, ihr seid hier live, das haben wir schon. Wie teuer würde es? Also ungefähr Schwarzmarktniveau, wenn alle vernünftig agieren. Ja, auch das ist ein Punkt, wo wir als Handverband sicherlich einen Schwerpunkt setzen werden, ja, wenn wir da mit Leuten über die Details reden, auch mit Politikern. Geht nicht mit dem Preis so hoch, weil wir wollen ja eine schnelle Verdrängung des Schwarzmarkts haben. Dafür darf der Preis nicht so hoch sein. Wenn der Schwarzmarkt nur halb so teuer ist wie der legale, na klar, dann wird das nicht so schnell funktionieren. Vielleicht ein Euro mehr pro Gramm oder was würden, glaube ich, 95% der Konsumenten akzeptieren, wenn die dafür in einen anständigen Laden gehen, der eine große Auswahl hat und die Sorten immer vorrätig sind und die immer sauber sind und anständige Qualität und so. Dann wird man vielleicht nicht irgendwie sagen, wenn ich im Dealer im Park vom Dealer angequatscht werde, der,
der mir irgendwie irgendwas andrehen will, da, ja, um Euro zu sparen, vielleicht nicht. Aber egal, ungefähr Schwarzmarktniveau. Und das ist auch von den Parteien da allen bewusst. Also jedenfalls kann ich das, glaube ich, von Grünen und FDP sagen, aber auch die Fachpolitiker, zumindest der SPD, haben das verstanden, ja, dass das nicht zu teuer werden darf. Haukap hat jetzt mal für sein Update unserer Studie, ne, Kosten der Prohibition und mögliche Steuereinnahmen, einen Durchschnittspreis von 10 Euro pro Gramm angesagt, ja, oder mal so als Berechnungsgrundlage genommen. Aber es gibt natürlich Regionen, ja, Süddeutschland, Bayern und so, da ist teurer. Das ist überhaupt ja alles teurer, ja, ganz Lebenshaltungskosten, als jetzt zum Beispiel in Berlin. Oder gibt Gegenden, wo das weniger kostet, ja, auch jetzt schon. Und das wird dann vermutlich auch dann so sein, weil einfach eine Ladenmiete für ein Cannabis-Fachgeschäft in München mehr ist als in, was weiß ich wo, ja, gerade vorm Wald. Und natürlich die Qualität und die Sorten und so weiter macht natürlich auch nochmal einen Preisunterschied, dass dann natürlich irgendwelche Konzentrate logischerweise teurer sind als vielleicht sogar Outdoor-Gras, ne, was eben nicht so teuer im Anbau ist. Nächstes, was aus den Kommentarspalten kommt, das kommt eh nicht wegen EU-Recht, wegen Bundesrat, wegen mehr, wegen alles Mögliche. Ja, sicher, die Gefahr besteht. Ja, wir müssen weitermachen. Wir haben noch nicht die endgültige Siegesfeier hier am Start. Ja, das reicht gerade mal für ein schickes neues Hemd, aber die große Riesenparty ist noch nicht angesagt. Ja, es gibt noch alle möglichen Stolperfallen. Bundesrat habe ich erwähnt, ja, ist so. EU-Recht, das ist so eine Sache, die ist, glaube ich, überbewertet, weil internationales Recht eigentlich dann noch mehr dagegen spricht als EU-Recht. Die internationalen Drogenverträge, danach darf man Cannabis nicht legalisieren. Das ist ein Verstoß gegen die internationalen Regeln und damit muss man irgendwie umgehen. Ja, es gibt verschiedene Wege, man kann Änderungen beantragen, das dauert aber 100 Jahre. Oder passiert nie, ja, wenn man einen Antrag stellt. Man kann austreten und wieder eintreten und dabei eine Ausnahmeklausel hinterlegen quasi. Oder man ignoriert das einfach, wie Kanada, ja, die haben gesagt, ist uns eigentlich egal, ja, dann haben sie einen blauen Brief gekriegt da von der UNO-Drogenbehörde, die gesagt hat, das dürfen wir aber nicht. Und die haben gesagt, ja, ist uns egal, ne, und jetzt läuft das halt da seit 3 Jahren. Kann man auch machen und ich glaube auch in der EU werden die Widerstände gegen jetzt so eine Experimente jetzt auch nicht so riesig sein, weil es gibt ja auch andere Staaten, die drauf und dran sind, da mal irgendwie was zu verändern. Dann so das allgemeine Antipolitiker-Gelaber, so von wegen in Koalitionsverträgen stand schon so viel drin, was dann nicht gemacht wurde, ja. Oder Politiker lügen sowieso immer, egal, die machen immer nur Versprechungen und nie machen die was, bla, ne, so. Klar, also auch das gibt es natürlich, dass nicht 100% vom Koalitionsvertrag durchgesetzt werden, das ist immer so, ja. Wenn die am Ende eine Bilanz von 80% haben, ist das eigentlich ganz gut. Und wenn ausgerechnet Cannabis nicht umgesetzt wird, ja, dann heulen wir halt, ne? Das kann passieren. Was mit dem Führerschein? Verweise ich nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Führerschein steht da nicht drin. Ist keine Automatik gegeben, dass das Thema mit geregelt wird. Weil es ein völlig anderer Rechtsbereich. Der hat mit BTMG wenig zu tun. Ja, nicht nix, aber wenig. Und offiziell geht es ja dabei nur um die Verkehrssicherheit. Leute sollen nicht bekifft fahren. Und deswegen will ich das irgendwie eine Grenze setzen, ab wann ich das annehme, dass die Leute nicht mehr fahrtüchtig sind. Und eine Sanktionsfolge will ich haben, um die Leute dann eben dahin zu erziehen. Das hat nichts mit Betäubungsmittelrecht zu tun, außer dass eben Substanzen im Verkehrsrecht genannt werden, die Betäubungsmittel sind. Allerdings höre ich komischerweise immer jetzt aus verschiedenen Richtungen, letztens von einem CDU-Abgeordneten und davor auch auf dem Verkehrsgerichtstag, dass sie sagen, ja, wenn jetzt die Legalisierung kommt, dann müssen wir aber die Führerscheinfrage doch mal anpacken. Ist für mich eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass das Führerscheinrecht im Moment Ersatzstrafe ist und nichts mit Verkehrssicherung zu tun hat, sondern eigentlich eine Bestrafung dafür ist, dass man überhaupt Cannabiskonsument ist. Sonst würden die halt nüchternen Leuten nicht den Führerschein abnehmen in so großer Zahl. Also, wir haben ganz gute Chancen, dass auch das Thema Führerschein mit in diese ganze Reformgeschichte reinkommt. Aber es gibt keine Garantie und ich bin mir sicher, dass die Grünen das Ganze vorgetragen haben in der Koalitionsverhandlung, gesagt haben, ja, hier, Cannabis, Führerschein, Eigenanbau, ne, alles rein. Und die anderen haben gesagt, nö, machen wir nicht. Das heißt, da ist ein Dissens und damit müssen wir irgendwie umgehen. Ja, da haben wir noch was zu tun. Übrigens sind die zum Thema, wir legen das auf den Tisch, ja,
Eigenanbau? Nee, Eigenanbau habt ihr auch noch gesagt. Nee, dann machen wir erstmal Amnestie. War das mit Amnestie? Steht auch nicht da. Ja, war das mit den ganzen Altfällen? Millionen von Strafverfahren in den letzten Jahrzehnten, habe ich ja gesagt. Die müssen irgendwie gelöscht werden. Da sind wir schwer dabei, das ist eine der Forderungen. Aber das steht da nicht. Was macht der DAV nach der Legalisierung? Ja, das ist sowieso die FAQ aller Zeiten. Na, ich würde jetzt ja sagen, wir handeln Rabatte für Gras und Hasch aus für alle Mitglieder beim Handverband. Ja, eine Möglichkeit. Das werden wir euch demnächst mal vorlegen, was wir dann machen nach der Legalisierung. Ja, werden wir uns mal ein Konzept überlegen. Aber im Moment haben wir was anderes zu tun, was wichtiger ist und was kurzfristiger notwendig ist. Logischerweise, ja, wie ich jetzt gerade skizziert habe, das ist unser Ziel immer noch. Ja, und nicht irgendwie, was machen wir danach? Wir müssen jetzt erstmal fertig werden da. Ja, was mit Eigenanbau? Genau, da ist es ja. Steht nicht drin. Ich bin auch da sicher, die Grünen haben das mit eingebracht, haben gesagt, ja, Fachgeschäfte, Eigenanbau, wollen wir alles haben. Und die anderen haben das auch ja alle nicht im Programm. Die FDP hat Legalisierung im Programm mit Läden und so, aber nichts mit Eigenanbau. Und die SPD schon gar nicht. Also haben sich die Grünen nicht durchsetzen können. Und deswegen steht das da nicht. Ja, das ist jetzt eher ein Dissens da und da haben wir noch hart zu tun, um jetzt die SPD und FDP davon zu überzeugen, dass das ohne Eigenanbau nicht laufen wird, das Ganze. Zumal ja Leute weiter anbauen werden, gerade die, die viel konsumieren, ja, und nicht jede Menge Geld da irgendwie in die Shops tragen wollen, genauso wenig wie sie jetzt das Geld auf den Schwarzmarkt tragen und selbst anbauen, die werden das ja weitermachen und dann kriminalisiert. Ja. Also liebe SPD, FDP, ja, wollt ihr wirklich Leute, die ein paar Anpflanzen anbauen, jetzt immer noch bestrafen, obwohl das Zeug legal ist? Könnt ihr nicht machen. Ja, und dann kommt da noch die Frage, wie wollen die das überhaupt kontrollieren, wenn die da, wenn sie es nicht erlauben? Ja, genauso wie jetzt. Ne? Dann sehen sie irgendwo Lampen und verklebte Fenster oder sonst was. Ne? Und dann Hausdurchsuchung und dann Verhaftung oder was. Ne? Bescheuert. Und ob es Anbauclubs geben wird, CSCs, Cannabis Social Clubs, ja, das hängt ja da dran. Wenn eine einzelne Person schon nicht anbauen darf, dann dürfen das mehrere zusammen erst recht nicht. Dann ist mir eine Bande, ja, sofort, ne, kriminelle Vereinigung und so, ne, das wird dann ganz übel. Also auch ein Thema, wo noch was viel zu tun ist. So, jetzt reicht es aber, ja, auch die wesentlichen Fragen sind da jetzt erstmal weg. Und jetzt habt ihr euch ganz lange ganz viel trockenen Input irgendwie hier reingezogen. Das lockern wir jetzt ein bisschen auf mit bewegten Bildern von Markus Lanz und Linda Zervakis. Und das mit dem Lanz da natürlich schon ewig. Ja, da gibt es so Initiativen auf den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, was weiß ich, seit Jahren lese ich da andauernd, dass ich markiert werde und Lanz und gesagt wird, Lanz, mach mal eine Legalize-Debatte und hol den Wurt und alle möglichen anderen Leute, die da wechselweise irgendwie vorgeschlagen werden. Also alte Nummer irgendwie. Und ich immer so, wer ist überhaupt denn dieser Lanz da? Ne? Kenne ich überhaupt nicht, habe überhaupt keinen Fernseher, ja, habe ich nichts mit am Hut. Und ein paar Leute sagten, ja, der ist schon ganz schön schwierig, ja, schwieriger Moderator, der stellt immer so fiese Fragen und so. Und ich sage, komm, egal, ne? Wenn halt irgendwann die Einladung da kommt von dem, weil der irgendwie halt irgendwann breit gequatscht wird von der Community, ne, dann werde ich schon mit dem schon klar fertig werden da. Und jetzt, ja, ab und zu sieht man dann doch mal so ein Stück von so einer Debatte dann, wenn einen Leute darauf aufmerksam machen. Und jetzt wieder, ne, wart wieder soweit, ein bisschen Cannabis-Debatte bei Lanz. Und dann habe ich das gesehen, wie der die Frage schon gestellt hat. Und was ist denn mit dem da los? Er fährt ja einen ganz komischen Film. Und ja, zeige ich euch mal. Kiffen. Warum ist Kiffen jetzt plötzlich so wichtig? Warum brauchen wir jetzt eine gesellschaftliche Debatte übers Kiffen? Können Sie mir das mal erklären? Naja, von wem kommt das? Warum machen wir jetzt dieses Fass auf? Ja, wie der fragt, ja, Stimme voll am Beben. Ich denke, der fängt gleich an zu heulen, der Typ. So, hey, warum machen wir jetzt dieses Fass auf? Warum tun wir nicht weiter einfach so, als wäre alles gut und lassen die Polizei 200.000 Strafverfahren sinnlos im Jahr machen gegen harmlose Leute? Ist doch alles gut, ja, was soll denn das? So, naja, also ganz, ganz schräg. Ja, ich dachte, der Typ ist Journalist, ja, wo man eigentlich den Job hat, Fakten zu recherchieren, ja, und der lässt sich voll von seinen Gefühlen und Ängsten wegschwemmen da, total irrational. Also, ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ihr könnt euch ja den ganzen Teil da zu Cannabis in der Sendung angucken. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Es gab natürlich auch ein paar vernünftige Antworten auf die Frage. Ich zeige euch jetzt hier noch einen Ausschnitt von Jürgen Trittin. Der hat nämlich schön dieses Argument gekontert, das im Moment ja ständig zu hören ist, wegen der Gang-Probleme in den Niederlanden, die wirklich schlimm sind. Ja, irgendwelche
ja, Straßengangster da die Leute erschießen und so, ganz übel. Und dann behaupten ja plötzlich alle, das wäre deswegen, weil Cannabis in Holland legalisiert worden wäre. Und dazu jetzt mal Jürgen Trittin. Man darf nicht den Fehler der Niederlande wiederholen, dass man nur den Gebrauch legalisiert, sondern man muss dann die ganze, ein anderes Wort, Lieferkette, das heißt die Produktionskette, mit in den Griff haben. Ja, also an der Stelle vielleicht auch nochmal, ja, Cannabis ist in den Niederlanden nicht legalisiert. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt irgendwelchen Journalisten auch erzählt habe, die andauernd irgendwas erzählen von wegen Niederlande als Vorbild. Ja, das ist Blödsinn. Ja, die haben nicht legalisiert. Der ganze Großhandel, Produktion, Import und so weiter und so fort ist genauso kriminell und so weiter, so ein Schwarzmarkt halt wie bei uns. Naja, zweite Sendung, Linda Zervakis mit Gästen Rainer Wendt. Als erster, ja, den ich ja mal nennen will, den haben wir auch öfter mal gesehen in letzter Zeit und überhaupt seit Jahrzehnten, ne, als Chef der deutschen Polizeigewerkschaft rennt er rum und erzählt den Leuten, wie schrecklich Cannabis ist und wie übel die Legalisierung ist und überhaupt mit seiner ganzen Gewerkschaft und seinen Kollegen ja auch. Ne? Ich bin ja auch letztens da gegen einen angetreten beim Bild TV und ja, die erzählen ja immer solche Sachen. Aber der Wendt, der hat jetzt nach all den Jahren doch nochmal ein neues Argument aus dem Hut gezaubert. Und das zeigen wir euch jetzt mal noch. Er wäre vor allen Dingen erheblich teurer, weil ja zunächst einmal die Gewinnspanne für die Apotheken da drauf muss, wenn sie das dann verkaufen sollen. Und dann will der Staat ja auch noch am Drogenhandel mitverdienen. Das heißt, es kommt noch ein erheblicher Steueranteil obendrauf. Ja, dass das Quatsch ist, habe ich ja schon erzählt. Ja, Cannabis wird nicht wesentlich teurer sein als der Schwarzmarkt. Das hat die Politik verstanden. Ja, und deswegen steht unter anderem auch drin, übrigens im Koalitionsvertrag, dass nach 4 Jahren evaluiert werden soll. Das heißt, dann guckt man, hat der Schwarzmarkt reagiert? Ja, vielleicht auch schon früher. Ja, man wird das beobachten. Und wenn da die Preise im Schwarzmarkt runtergehen, dann muss man halt die Steuer auf Cannabis ein bisschen senken, ja, um da irgendwie die konkurrenzfähig zu bleiben und den Schwarzmarkt da loszuwerden. Also, ja, aber egal. Ja, also nehmen wir mal an, ja, Wendt sagt jetzt, das wird alles furchtbar teuer, weil doch die Apotheker noch einen Putsch machen und das Ganze doch noch an sich reißen, obwohl die Koalition jetzt das anders entschieden hat. Ja, und dann wird das teuer. Und jetzt sagt er. Das können sich dann wirklich nur Gutverdiener leisten. Jugendrichter beispielsweise, die das gerne haben wollen. Die anderen, die müssen weiter zum Drogendealer um die Ecke gehen. Ja, das Cannabisverbot als soziale Maßnahme des Herrn Wendt. Das ist doch mal wirklich was Neues noch. Das habe ich so wirklich auch noch nicht gehört. Ja, Cannabis muss verboten bleiben, auf dem Schwarzmarkt bleiben, damit auch Geringverdiener sich Cannabis leisten können, weil Wendt sagt, dass das teurer wird, wenn es legalisiert wird. Ja, super Argument. Das müsste auch bei Benzin funktionieren. Ja, bei den aktuell krass hohen Benzinpreisen und auch einem hohen Steueranteil, ja, wenn wir einfach Benzin jetzt verbieten, dann kann es halt wieder jeder leisten auf dem Schwarzmarkt. Ja, werden viele sich freuen dann. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, ja, also das habe ich hier so gekritzelt auf meinem Zettel, ja, ich will doch nochmal den Wendt drin haben, weil das so schön passt zu Trittin und wie er erzählt hat, ne, dass das Beispiel mit Holland Blödsinn ist, dass sie nicht legalisiert haben. Und jetzt nochmal Wendt dazu. Anbau oder Handel zu kontrollieren, das müssen, wenn überhaupt, die Länder und die Kommunen machen. Und ich garantiere Ihnen, sie werden es nicht machen. Wir werden genau diese holländischen Verhältnisse bekommen mit illegalem Anbau, illegalem Handel, mit Bandenkriegen auf offener Straße. Nach der Legalisierung werden wir wahnsinnige Straßenschlachten in Deutschland erleben, weil dann ein illegaler Schwarzmarkt entsteht, auf dem Gangster unterwegs sind. Ja, nach der Legalisierung wird das ganz schrecklich werden. Ja, gut. Jetzt kommen wir zu Martin Hagen von der FDP in Bayern, der auch bei Linda Zervakis war. Einer der Vorkämpfer der Legalisierung, Name, der mir schon lange bekannt ist. Hat mal letztens auch schon mal einen Ausschnitt aus dem Bayerischen Rundfunk. Und den zeigen wir euch auch nochmal. Ne? Ansonsten, wenn ihr da noch mehr sehen wollt, guckt euch die ganze Sendung an. Die ist verlinkt. Aber jetzt nochmal Martin Hagen. Die ersten legalen Cannabis-Shops werden auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode eröffnet. Das heißt, in den kommenden 4 Jahren. Und dann werden wir nach einiger Zeit eine Evaluation machen. Also mal prüfen, wie sich das bewährt hat. Ob es noch irgendwo Probleme gibt, wo man nachsteuern kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir insgesamt dann eine bessere Situation haben als die momentan. Haben wir Martin Hagen auch gehört. Und kommen jetzt nochmal zu 2 kurzen Blicken in die USA. Ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr USA erzählen hier, ne, ohne hoffentlich jetzt, ohne dass sich ständig Leute beschweren, was willst du mit USA, das interessiert mich nicht, wir sind ja hier in Deutschland und habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich habe mal versucht zu erklären, wo der Zusammenhang ist, so internationale Drogenpolitik und so, egal. Aber jetzt
Ja, ist das ja so, wir können da hingucken und jetzt sofort in die ganze Detaildebatte in Deutschland hochaktuell einbringen. Ja, was haben die gut gemacht, was läuft da nicht so gut, was machen die jetzt sonst noch so, was machen wir nach, was machen wir anders. Und jetzt erstmal so eine Information, nämlich eine Studie, die neu rausgekommen ist und die gezeigt hat, die Staaten in den USA, die Cannabis legalisiert haben, haben eine höhere Aufklärungsquote bei Gewaltverbrechen. Das ist ja das Schöne in den USA, dass die nur so ein bisschen dann teilweise legalisiert haben, andere wieder nicht. Da kann man aber gleich noch vergleichen mit den anderen Staaten. Ja, das wird bei uns schwieriger, wenn wir einfach das ganze Land sofort legalisieren. Da sehen wir, in den legalisierten Staaten klärt die Polizei mehr Gewaltverbrechen auf. Ist ja irgendwie logisch, ja. Die sind halt weniger mit Hunderttausenden von Strafverfahren gegen harmlose Kiffer beschäftigt, ja. Da hatten sie auch eine super Aufklärungsquote übrigens. Naja, und jetzt haben sie die halt bei Gewaltverbrechen, die super Aufklärungsquote, die sie vorher bei Kiffern hatten, ja. Das ist doch super. Aber das bringt mich zu einem Kritikpunkt zu unseren Berechnungen oder Professor Haukaps Berechnungen zu dieser ganzen Frage, wie viel Steuereinnahmen kann der Staat nach Legalisierung machen und wie viel Repressionskosten kann er einsparen. Zum Beispiel bei der Polizei jährlich 1 Milliarde Euro pro Jahr. Und da sagen halt immer mal wieder Leute, das kommt aber doch gar nicht in der Staatskasse an. Da habt ihr doch gelogen. Ja, wir werden ja nicht dann nächstes Jahr anfangen, entsprechend 5% der Polizisten zu entlassen. Weil die Cannabis-Verfahren 5% der Kriminalstatistik ausmachen. Oder weiß nicht, ob 5%, ne? Auf jeden Fall so. Wir werden nicht einfach auf einmal anfangen, Beamte zu entlassen deswegen. Das stimmt natürlich, ja, aber der Wert ist ja trotzdem da, den die da im Prinzip jetzt auf Cannabis werfen, ja, die Kosten, die wir haben für die Polizei. Und diesen Wert werden sie dann woanders einsetzen. Ja, und das passiert eben jetzt da in den USA. Für 1 Milliarde Dienstleistungen, Polizeiarbeit haben wir jetzt mehr aufgeklärte Gewaltverbrechen. Und das hat auch, den Zusammenhang hat auch Justus Haukapp bei unserer Pressekonferenz letzte Woche schön nochmal zusammengefasst und erklärt. Das zeige ich euch auch nochmal kurz in dem Zusammenhang. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Das sind natürlich keine Kosten, die direkt, es wird ja kein Polizeiauto verkauft jetzt bei der Cannabis-Legalisierung oder eine Polizeidienststelle geschlossen, also wahrscheinlich jedenfalls nicht, und auch keine Polizisten entlassen. Hier ist natürlich der Hintergrund, die Überlegung, dass man sagt, die Polizisten werden dann andere Dinge tun und wir gehen davon aus, dass diese dem Steuerzahler mal mindestens so viel wert sind, wie eben die Kosten der Polizei dementsprechend. Das mag im Einzelfall auch mal anders sein, ja, aber im Durchschnitt gehen wir davon aus, dass das so ist. Und von daher sozusagen ist das keine Kosteneinsparung, die man direkt sieht. Langfristig vielleicht schon, wenn man sagt, dann können wir auch mal ein paar weniger Leute einstellen. Kurzfristig wäre das aber trotzdem noch volkswirtschaftlich ein Wert, der dem entgegensteht, weil die dann in diesem Ausmaß Dinge tun können, die sinnvoll sind. Ja, also der Staat spart 1 Milliarde Polizeikosten, nimmt die, investiert die in eine höhere Aufklärungsquote bei Gewaltverbrechen wie Raub zum Beispiel. Das ist doch ein super Deal. Mach mal so. Zweite Nachricht aus den USA, auch bei uns hochaktuell, kam mir schon ein paar Mal vor, der US-Staat Montana wahrscheinlich, ne? Der hat letztes Jahr Cannabis legalisiert, wie die anderen, ne, üblich. Die Shops haben da wahrscheinlich auch noch nicht aufgemacht, ja. Aber Legalisierung kommt, Leute sind entkriminalisiert. Und jetzt haben die ein Sondergericht eingerichtet, ein spezielles, was sich um nichts anderes kümmert, als um den Straferlass und die Datenlöschung wegen früherer Cannabis-Vergehen. Da haben wir es wieder. Ja, war das mit den ganzen Altfällen? Da hören wir in den USA immer mal wieder, dass das eben geregelt wird, ja, dass sie es immer mitdenken, dass nicht die Leute, die jetzt gar keine Verbrecher mehr sind, aber von früher noch irgendwelche Verbrechereinträge haben, sondern die regeln das. Dass sie das aber mit so einem Sondergericht machen, höre ich zum ersten Mal. Deswegen tatsächlich auch nochmal ein interessantes Detail. Sonst liest man immer nur, ja, die haben mal wieder zigtausende von Datensätzen da irgendwie versiegelt oder gelöscht. Hier jetzt also ein Sondergericht und da kann man sich auch ranwenden als Betroffener und dann werden die Fälle halt nochmal begutachtet und dann, ne, wenn man da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, mit Knarren rumgeballert hat und Leute verletzt hat oder so, ne, in dem Zusammenhang da irgendwie mit Cannabis, dann löschen sie halt die Strafen und Einträge. Super. Und wie auch immer man das organisiert, mit Sondergericht oder nicht, ne, die Amnestie für Handverbrecher sollte immer mitgedacht werden, auch in Deutschland beim Legalize-Gesetz, auch auf unserem To-Do-Zettel beim Handverband Mitglied werden, damit wir das alles noch geregelt kriegen.
Und damit komme ich zu den Terminen. Ja, letzte Woche habe ich gesagt, Oldenburg-Termine. Gibt natürlich auch ein paar andere, ne? Aber die Hälfte der Termine ist tatsächlich aus unserer Ortsgruppe Oldenburg. Der erste heute Abend, ja, nach Release dieser News, jedenfalls in eurer Realität, ist das derselbe Tag, wo der Release ist. Also, wie ihr das jetzt vielleicht seht, die ersten. Freitag, 26. November, 19 Uhr trifft sich die Ortsgruppe. Das schafft ihr noch, die 16 Uhr, ersten Zuschauer 16:20, die schaffen das noch dahin. Oldenburg, Infostand, Samstag, 27. November, Infostand der Ortsgruppe. Und jetzt, am Anfang, was ich euch am Anfang nicht verraten habe, am Montag, 29. 18 Uhr, online Georg Wurt gegen Burkhard Dregger. Der war bis zur Wahl im September jetzt gerade Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin, also Oppositionsführer gegen Rot-Rot-Grün, der wichtigste Oppositionspolitiker überhaupt in Berlin. Gegen den darf ich jetzt antreten auf Einladung der Jungen Union in Lichtenberg. 18 Uhr, Montag. Wie gesagt, wir müssen die entweder loswerden oder überzeugen. Ja, ist noch nicht vorbei, das Ganze, wegen Bundesrat. München, offenes Online-Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 2. Dezember. Oldenburg, Orga-Treffen, 5. Dezember. Heidelberg trifft sich die Ortsgruppe zum Planen, ja, ein Planungstreffen. Die planen da irgendwas, Montag, 6. Dezember. Braunschweig, 7. Dezember, offenes Online-Treffen. Und auch ein offenes Online-Treffen, auch am 7. Dezember in Oldenburg. Das war's für heute. Like dieses Video, ja, und die Legalisierung und den Handverband, alles, ne, alles da in das Like-Dings da rein drücken so und Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Jetzt erst recht, lasst es uns zu Ende bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.